Ja, bei den zystischen Rückenmarkserkrankungen kann es so sein, dass sich entweder am Rückenmark durch eine Narbenbildung kleine Zysten bilden, also im Nervengewebe selbst. Es kann aber auch so sein, dass durch äußere Faktoren, zum Beispiel Druck an einer Engstelle, oft am Übergang vom Hals zum Nacken, durch den chronischen Druck eine Zyste bildet. Die Zyste führt dann unter Umständen dazu, dass Nervengewebe des Rückenmarks bedrängt wird. Das wiederum kann einen ganz bunten Strauß an Problemen zur Folge haben. Wir sehen hier häufig chronische Schmerzen, in Extremfällen aber auch Lähmungen. Häufig sind auch Ausfälle der Sensibilität, also der Berührungswahrnehmung oder der Kältewahrnehmung, Hitzewahrnehmung, solche Dinge. Bei der Behandlung ist uns einmal wichtig anzuschauen, welche Medikamente bereits genommen werden, um die möglichen Symptome einer solch zystischen Rückenmarkserweiterung zu behandeln. Hier sehen wir häufig, dass nach dem Gießkannenprinzip gehandelt wird, also viele Medikamente, die vielleicht nicht die richtige Wirkung entfalten. Das schauen wir uns genau an und versuchen dann gemeinsam mit den Betroffenen hier die richtige Medikation zu finden. Genauso wichtig wie die Medikamente, eigentlich noch wichtiger ist es aber letztlich auch, in der Behandlung zu erfahren, dass man selbst etwas tun kann. Also hier haben wir ein Behandlungsteam zur Verfügung, das über eine langjährige Erfahrung in der Behandlung von Menschen mit zystischen Rückenmarkserkrankungen verfügt. Unser Motto ist eigentlich, werde zum Experten deiner eigenen Erkrankung. Hierfür setzen wir uns vielfach im Laufe der Reha-Behandlung mit den Betroffenen an einen Tisch, das können Sie sich als Gruppenarbeit vorstellen, und diskutieren die Beschwerden ärztlich begleitet im gemeinsamen Kreis. Uns ist dabei auch wichtig, dass die Angst vor der Erkrankung verloren geht. Nichts ist schwieriger, als eine Diagnose zu haben, die man nicht versteht. Am Ende wähnt man sich selbst im Rollstuhl. Dies ist aber regelhaft bei den zystischen Rückenmarkserkrankungen nicht der Fall oder eher die Seltenheit. Was uns auch wichtig ist, über ein persönliches Gespräch letztlich festzustellen, wo denn die Schwerpunkte sind, wo sind die Ziele. Da kann es für denjenigen, der ein Problem mit dem Gehen hat, wichtig sein, wieder die Gehfähigkeit zu erlangen. Das wird dann bei uns trainiert. Es kann aber auch bei einer Geschicklichkeitsstörung der Hand wesentlich sein, wieder das Schreiben zu erreichen, weil das im Alltag wichtig ist. Insofern versuchen wir auch im gemeinsamen Gespräch ganz individuell herauszufinden, was wir in der Reha gemeinsam erreichen wollen.